Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Anno 1800. Dann wollen wir mal Hände aus den Taschen und ran an die Arbeit. Stehen geblieben waren wir bei unseren Ethanolfabriken. Stellen wir jetzt dafür noch zwei Handelskammern auf. Danach machen wir uns an den Häusern zu schaffen. Arbeitskraft wird ja auch noch benötigt. Die Bücher müssten wir noch rankarren und natürlich dann die Routen an die aktuellen Gegebenheiten anpassen. Wird ja wieder ein Spaß und keiner wird lachen. Gut, zwei Handelskammern, sagte ich. Stell ich mal eine dahin und die andere passt natürlich nicht mit drüber. War ja wieder mal sowas von klar. Gut, dann Straße weg. Uferbereich, ach, da müssen ja sowieso wieder Depots hin. Mache ich auch gleich mal frei. Dann sollte das doch eigentlich jetzt passen. Immer noch nicht. Störender Uferbereich. Ach, ich krieg Black auf die Zähne, ey. Na, dann eben dahin. Sollte ja keinen stören. Gut, dann müssen wir natürlich wieder schauen, wie es am besten passt. Ja, zwei nebeneinander bekomme ich da nicht hin. Das kann ich mir aber sowas von abschminken. Also drehen wir das Ganze mal so rum. Ja, sollte ich das noch verschieben oder eher nicht? Passen hier wenigstens zwei nebeneinander. Ja, wäre möglich. Leicht versetzt allerdings. Stört mich jetzt aber recht wenig, wenn ich mal ehrlich bin. Oh, du bist doch wieder nicht mit drin. Oh, da müssen wir noch was verschieben. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Ich darf doch aber nicht weiter nach oben. Eigentlich. Oh, ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Das eine Feld, das nehme ich mir jetzt noch. Reicht das? Es reicht nicht. Ach, dann mach ich da halt eine Lücke rein. Lagerhaus und so, wisst ihr Bescheid. Stell ich da eben noch eins mit hin. Dann am besten gleich hier so neben die Handelskammer direkt. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Ja, ihr habt wieder euren Spaß da, hm? Ein Feuer ist ausgebrochen. Ist ja wieder super, was ihr da macht. Ja, ruhig alles in die Luft. Der Ischtar baut's ja wieder auf. Zwei Stück nebeneinander. Müsste ich noch ein Feld weiter nach links? Vielleicht ja auch nicht. Moment. Ach, würde jetzt hier hinpassen. Was ist das denn? Ach, sieht ja gar nicht. Oh, habe ich übersehen, dass da noch eine mit hinpasst? Ja gut, dann machen wir das so. Dann stell ich... Ja, wie mache ich das? Da noch ein Lagerhaus mit dazwischen. Straße jetzt hier dran. Wäre das die beste Option? Ich weiß ja nicht. Feuerwehren haben wir eigentlich schon genug, aber was soll's. Eine mehr oder weniger stört ja nun auch nicht. Dann weiter nach unten. Die Flammen wurden gelöscht. Mit euch kann man jetzt hier noch zwei so hinstellen. Oh, da rücken wir aber noch auf. Oder? Ach, Mensch. Nach unten hin geht ja nichts mehr. Da bin ich weit außerhalb. Und verrücken darf ich das Ding auch nicht. Da wird wieder gemeckert. Naja, wohl. Nach links wäre ja schon noch möglich. Sind auch alle noch mit drin, die drin sein sollen. Aber hin geht da trotzdem nichts mehr. Naja, Lagerhäuser bräuchte man ja auch noch. Aber da kann ich mir doch mal hier so eins nehmen. Brauche ich nichts Neues aufzustellen. Zwei Stück am besten gleich. Feuerwehr. Nein, diesmal nicht. Da entscheide ich mich. Ach, die finde ich doch hier drüben. Für das Polizeirevier. Dann wären jetzt in dem Bereich 2, 4, 5, 6, 7, 8. Hier oben gerade mal 2, 4, 5, 6. Ha.
Kann man noch zwei mit hinstellen? Ja, nee. Nicht so wirklich. Eins noch hier. Warum nicht da oben? Kann man da was machen? Da ist noch mit drin. Ach komm schon! Jetzt habt euch mal nicht so. Na, das bringt mir ja auch nichts. Die geniale Erfindung ist vollendet. Na, was eine tolle Sache hier. Ah, na vielleicht ja jetzt so. Ach, wer will, der findet. Schon einen Weg. Gut. Kann man jetzt also die Straße so durchziehen? Hätte ich gern jetzt noch ein Lagerhaus. Da oben so in der Ecke drin. Genau da. Passt denn noch anderswo? So ein Teil hier hin. Nein, nicht wirklich. Stell ich trotzdem mal noch eins mit daneben. Oh, können wir mit euch sogar noch nach oben? Na, verschieben will ich. Nein, nicht möglich. Schade. Mit der Straße hätte ich da jetzt schon gern noch durchgewollt. Auch nicht drin. Na super. Da kann es ja wohl mal weg. Wie mache ich denn das jetzt nun wieder? Das sind ein bisschen wenig an Lagerhäusern. Da muss ich unbedingt durch. Ach, muss ich doch nochmal verschieben. Ein Feld. Möglich ist es. Da ist da oben aber wieder. Vergebener Platz. Ach, wie man es macht, macht man es falsch. Muss ich wohl damit leben? Muss ich wohl den Platz opfern? Drei Stück davon an diese Stelle. Verbindung hin. Dann gibt es auch Lagerhäuser. Kann man sich drum kümmern. Und dann eben hier oben noch zur Absicherung. Ihr versteht schon. Nun gut. Dann einmal aufstellen. Einmal aufrüsten. Und einmal... Ach, eingesetzt. Hatte ich schon. Dann da noch eins. Depots kommen später. Ich müsste da jetzt erst an die Häuser ran. Wo stehen denn die Ruinen? Oh, Chemnitz. Böse Sache sowas. Wehe, 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 er macht das nochmal. Wie sieht's hier aus, wenn ich einmal kurz eine Runde drehe? Schiffe, wie viel wurden da wieder gefertigt? Oh, hi. Fünf Stück? Lass ich euch mal die Runde drehen, dann seid ihr aus der Liste raus. Darf wieder was rein in die Werften. Zwei hier oben, zwei hier unten. Und, wer steht da noch? Ach, wo kommst du denn her? Da will wohl noch jemand verkauft werden. Begeb dich mal zum Archie rüber. Der hat ja noch nicht genug von mir bekommen. Gut, dir brauche ich keine Aufgabe zuzuteilen, also wieder rüber. Oh doch, hätte ich gleich mal schauen können nach den Büchern. Ach, egal jetzt. Kann man ja gleich nochmal rüberschauen. Dann brauche ich hier oben in diesem Bereich auf jeden Fall wieder die öffentlichen Gebäude. Etwas weiter links platzieren, nicht unbedingt mittig. Ja gut, merke ich mir mal. Zeigt mir aber mal, wie das hier mit den Häusern funktioniert. So schon mal nicht. Und so gefällt mir das schon besser. Deutlich besser. Passt mal auf. Dann reißen wir hier drüben das Stück noch weg. Ja, jetzt reißen wir hier alles nochmal nieder. Brücken. Adieu. Das, da muss ich sowieso anders das Ganze gestalten. Kann also auch weg. Nein, aber nicht die Brücke.
die sollte eigentlich bleiben. Dann klamüsern wir das hier an dieser Stelle nochmal auseinander. Eins weiter nach links. Genau. Und ziehen hier die Brücke. Dann würde sogar, wenn ich das jetzt richtig sehe, noch eine weitere Reihe mit Häusern hinpassen. Na, aber sicher doch. Ist aber nicht mit angeschlossen an das ganze System hier. Ja. Kann man also so nicht machen. Schade. Ach, ihr seid aber auch. Also echt. Nach oben rücken, will ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Dann müssen wir doch noch weiter nach links, oder wie sehe ich das? Ziehe ich da noch eine Straße? Ach, das macht's ja auch nicht. Wisst ihr was? Ihr kommt weg. Was stelle ich denn da noch hin? Mach ich mir später Gedanken. Lücken kann man ja immer noch auffüllen. Hier drüben weitermachen. Und hier drüben anschließen. Ah, geht noch nicht ganz auf, die Sache. Aber da könnte man schon mal was drüber setzen, über den Fluss. Ja, ihr bekommt doch wieder eure Straße. Immer diese Ungeduld. Und warum eigentlich die Lücke hier unten? Was? Warum? Wieso? Ha. Wieso bastel ich eigentlich als Blaupause hier? Kann ich doch gleich aufstellen, das ganze Zeug. Und da muss ich nochmal rum. Gut, aufstellen. Hier fehlt jetzt noch... Wo haben wir ihn? Den Marktplatz. Den könnte man durchaus damit hinklatschen. Dann Feuerwehr haben wir wo? Da unten, da unten. Bringt mir das was? Ja, nee, ich stell's mal mit hin. Schließe ich euch mal so rum an. Kann ich hier noch auseinanderziehen? Nein, kann ich auch nicht. Oh, aber hier wäre es möglich. Ich probiere es mal. Gebt mir noch den Moment. Einen Augenblick. Das nochmal weg. Und eins verschieben. Ach, kann ich doch wieder nicht. Muss ich doch das Teil erst aufstellen. Wie wir ja alle wissen. Erst dann geht's drüber. So, aber jetzt komme ich da noch durch. So rum. Weg damit. Nachrücken. Und durchziehen. Warum denn eigentlich nicht gleich so? Von mir aus auch noch eine Brücke. Wenn ihr sie haben wollt, sollt ihr sie bekommen. Dann steht die Feuerwehr. Bräuchten wir noch Polizei? Die könnte man ja von da drüben gleich mal nehmen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Gefällt mir. Kabelchen noch mit hin hier. Och, komm schon. Das wäre auch so schön. Na aber. Und nicht zu vergessen die Boxkampfarena. Ein bisschen Unterhaltung sollt ihr noch bekommen. Jetzt habe ich aber keinen Platz mehr für eine Zwischenstraße. Ärgerlich. Gönn ich mir aber trotzdem.
Da ist die Geschichte hier an der linken Seite nicht ganz so knapp. Ja, dann habe ich alles, was ich brauche in dem Bereich, abgesehen vom Rathaus. Das setzen wir jetzt noch ein. Ein einziges. Und das nicht mal optimal. Gut, okay, das könnte man noch leicht nach rechts versetzen. Dann stelle ich das jetzt einfach mal hier so mit auf. Bücher, keine mehr da. Schaue ich gleich nochmal rüber nach Quarnforts. Vielleicht liegt da noch was im Lager. Ich bezweifle es zwar, aber schauen kann man ja mal. Das noch auffüllen und dann könnte ich das eigentlich auch. Na komm schon. Es funktioniert. Ich glaube, wir haben es geschafft. Nach oben hin ergänzen. Oder? Vielleicht auch nicht. Da geht noch. Da passt noch. Kann ich dich aber nicht mit anschließen, mein guter Junge? Ja, also, kommt ihr damit klar? Ich hoffe doch. Warum steht hier noch so ein Lagerhaus? Hat das irgendeine Bedeutung? Ich denke doch nicht. Kann also auch weg. Und das hier? Was soll denn das? Hinfort. Mina steht doch hier nicht mehr. Nein, auf der Insel sowieso nicht. Und das Ganze hier kann man noch ein Feld weiter nach links versetzen. Auch wenn es mir nichts bringt. Gut, Straße drumherum, vier Häuser, nochmal eben mit dahin gezwiebelt. Und das andere war hier unten. Na, da muss die Straße aber raus hier. Müsst ihr jetzt mal anderswo langlaufen. Ach, Mist, das ist. Gut. Dann, was wollte ich jetzt noch machen? Genau, mal eben schnell nach Quarnforts. Hey. Berlichingen angetreten, vorgefahren. Ich sehe schon mal zwei, dreimal Industriekapitäne, stecke ich mir ein. Ich habe noch Arbeiterhaus und Handwerkerhaus, bringt mir jetzt nichts. Päpstliches Papier könnte ich nutzen, hätte aber gern noch das andere. Millicents Manifest, ja gut, dann eben das noch dreimal. Ey! Auch nur zweimal noch da. Oh ja. Ich deck mich mal wieder ein. Bring ich wenigstens das noch drüben. Cigarobredo da unten. Bist du schon mal auf dem Weg? Jetzt wollte ich doch eigentlich auch noch mal eine Runde in Hoyerswerda drehen. Ach, kommt, lasst mich das schnell mal machen. Daran muss man ja auch denken. Warum über den Himmel nachdenken, wenn man in einem solchen Büro sitzt? Da unten waren wir schon. Echt jetzt? Oh, gut. Hoffentlich darf ich. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Diesmal keine Beschwerden. Diesmal werde ich nicht aufgehalten. Legt ihr mir keine Steine in den Weg. Haben Sie auch Ihren Anteil an langweiligen? Ja, sehr, sehr viele langweilige Leute habe ich in meinem Leben schon getroffen und du gehörst dazu. Ruinen, aufstellen, Weg vergessen. Peinlich. Ja, gut, weit bin ich ja noch nicht wirklich gekommen hier. Ich könnte da aber jetzt schon mal oben aufstellen, zumindest ein bisschen was, damit ich mal sehe, wo ich da mit den Arbeitskräften aktuell eigentlich stehe.
auch wenn ich das Material noch nicht herliefere, auch wenn ihr noch nicht beginnen könnt mit eurer Produktion, das war's schon. Mehr geht da nicht. Joa, ich hätte jetzt gedacht, ich komme bis hier hoch. Falsch gedacht. Aber ich könnte ja noch aufrüsten. Das ist mir noch gegönnt. Na ja, komm, dann hier unten, ihr zwei noch. Sollt da nicht so einsam als Journalero rumstehen. Da warte ich mal noch ab und hier drüben kann ich eigentlich schon drüber, genau. Da kommt dann noch viel, viel Häuserbereich hin. Viele, viele von den Hütten hier. Kann man ja schon mal andeuten, das Ganze. Von der Höhe, joa, passt das eigentlich? Na gut, vielleicht nicht ganz. Ein Feld weiter nach unten. Aber ansonsten habe ich nichts zu beanstanden. Noch nicht. Gut, gut. Ja, finde ich auch. Drei Stück so rumgedreht, dass ich da noch mit der Straße vorbeikomme. Ach, immer diese Brücken hier. Ach so? Ja, dann macht das eben so. Hatte das zwar anders im Kopf, aber wenn es funktioniert, grätsch ich euch mal nicht dazwischen. Dann drehen wir das noch so rum und sind hier wieder schön gerade, dass man das da ordentlich planen kann. Hier einmal so rum, würde ich sagen. Und Rest kommt später. Passt hier eigentlich noch ein Haus rein? Frage ich jetzt mal ganz lieb. Na aber. Und sogar hier unten nur ein Stück Straße. Wir geizen nicht heute. Ja. Berlechingen braucht noch, bis sie ankommt. Bevölkerung ist wieder ein bisschen da. Kann ich also oben noch ein bisschen aufstellen. Und ebenfalls über die Journaleros an dieser Stelle drüber gehen. Knapp 1000. Die setzen wir jetzt mal hier oben in die Fabriken ein. Genau da. Waren sie da, schon sind sie wieder weg. Ach, bastel ich die Depots jetzt noch hin? Nein, das mache ich dann auch später. Jetzt hier die Hütten noch dran. Ergänzen in die Richtung. Und dann wird fleißig kopiert. Einen Bereich bräuchte ich allerdings. Nehmen wir den. Geht sogar ganz gut auf. Zwei Reihen in der Breite, zwei Reihen nach unten. Oh, dann wie zähle ich das jetzt? Eins, zwei, ach, ich setze noch eine drüber. Hab grad Lust drauf. Na, kommst du? Dahin. Straße dran. Jetzt nehmen wir uns noch den Bereich, die zwei hier. Ja. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ich denke doch, das passt ganz gut. Geht zwar wieder nicht ganz auf hier. Aber schon in Ordnung. Polizei? Na, das gefällt mir nicht. Stellen wir mal ganz da drüben hin. Sollte ja reichen. Ja, tut es auch. Dann brauchen wir jetzt noch die Kapelle und die Feuerwehr. So rum. Akzeptabel. Und das kann man ja so rumdrehen. Gehen hier oben nämlich noch zwei Häuser dran. Ja. Dann nochmal das Ganze hier kopieren. Bis an den Rand.
das Ganze dann nochmal an unterer Stelle. Na gut, an oberer Stelle zweimal. Ach, der Mist hier wieder. Nein, nein, nein. Das genügt nicht meinen Ansprüchen. 1, 2, 3 in der Breite. Dann doch so rum gedreht. Die Geschichte. Ja, ja, ja. Zweimal noch hier drüber. Ist jetzt wieder die Frage. Ich bleib mal im System. So und so und hier noch und eine kleine Anpassung an dieser Stelle. Das könnte ich rausreißen. Das könnte ich so hinstellen. Müsste man allerdings dann noch hier eine Straße dran basteln. Du hast... da geht eh keins mehr hin, also verschiebe ich dich. Bringt mir aber auch nichts. Es funktioniert. Ich glaube, wir haben es geschafft. Da geht aber noch. Sollst du wenigstens von der Seite noch rauskommen? Ich baue dich doch nicht zu, aber dich, wie ich sehe. Kann man da jetzt noch was machen? Ja, kann man. Ziehen wir dich nach rechts. Abreißen eigentlich jetzt nicht. Wir ziehen... Da komme ich doch nicht durch. Ach Leute, weg damit. Was mache ich mir eigentlich wieder so schwer hier? Lass ich halt ein bisschen was frei. Schiff vom Stapel gelaufen. Schiff vom Stapel gelaufen. Schön für die Schiffe. Dann hab ich doch meinen Bereich. So, halbwegs. Rathaus muss natürlich jetzt noch mit hin. Oh, sogar zwei Stück. Möglich wäre es allerdings erst hier. Na gut, dann reisen wir halt die vier wieder raus. Kommt's dahin. Und das andere dann hier unten irgendwo in die Ecke rein. So. Ich glaube, da muss man dann in der nächsten Folge doch nochmal ran. Laden wir die Berlichingen noch aus und dann sind wir für heute auch leider schon wieder am Ende der Folge angekommen. Müssen wir nochmal ran. Noch ein paar Mal. Es zieht sich wieder. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Schluss für heute. Der Druck im Kessel. Ab zur Expedition. Das ist nicht einfach nur Aberglaube. Sondern der Schatz von Hasan ben Said. Bereit für eine echte Schatzsuche? Was als ein planmäßiger Aufenthalt in einer Taverne begann, entwickelte ungeahntes Potenzial. Eine Älteste lädt die Mannschaft ein, sie auf der Suche nach dem verborgenen Schatz des Korsaren Hasan ben Said zu begleiten. Sie sagt, sie möchte den Schatz nur finden und ihn dann gern hergeben. Die Freude über den Fund an sich und das Ende der lebenslangen Suche sei Belohnung genug. Die Mannschaft platzt fast vor Aufregung. Ein echter Piratenschatz. Der winkenden Ältesten folgen. Das Vertrauen der gesamten Mannschaft verschafft der alten Frau Erleichterung. Ein Funken der Jugend wird in ihren Augen entfacht, während sie die jungen Männer durch die Stadt zu ihrem Versteck führt. In ihrer Hütte sind die Wände und der Boden mit Reisematerial für jede Wetterlage bedeckt. Das einzige Möbelstück ist ein Tisch, auf dem eine schwer abgenutzte Karte liegt. Der Plan sieht alt aus und seine Angaben sind verschlüsselt.
Die Frau erklärt, dass sie bereits eine Verbindung zu dieser Stadt hergestellt hat. Och, wollen wir die Hinweise auf der Karte entschlüsseln oder die Karte an der näheren Umgebung ausrichten? Ja, tut das. Seht mal, was Jonas im Wal gefunden hat. Eine Schatzkiste. Die Seeleute verfolgen den Verlauf der Küstenlinie auf der Karte und finden die Orte, die Hasan Ben Said wohl als seiner Zeit würdig empfunden hat. Die örtliche Kirche, einen ehemaligen Rotlichtbezirk und ein verdächtig flaches Kliff über dem Meer. Tatsächlich wird das Kliff von einer großen Öffnung geteilt, die zu einer Höhle führt, in der die Mannschaft einige verteilte Kostbarkeiten findet. Sie geben nicht den Umfang eines Piratenschatzes wieder, stellen aber dennoch einen veritablen Fund dar. Na, das sehe ich jetzt aber anders. Lasst mal liegen. Brauchen wir nicht. Weiterfahren. Haltet die Augen nach anderen Kostbarkeiten. Auf. Na, ihr versteht. Gut, Schluss für heute. Machen wir beim nächsten Mal weiter und stellen dann den ganzen Kram hier auf. Es muss ja auch mal zum Ende kommen. Dann sage ich wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen? Dann Like und Abo dagelassen und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.